Voll schön. Danke. Danke. Wasserburg, die spielt nun die Bayernhymne. Ihr habt alle Textblätter da liegen, wer des Textes nicht ganz so mächtig ist, bitte ich mitzusingen. Anschließend keine Papierflieger aufs Spielfeld einsammeln, nachher wegschmeißen oder mit nach Hause nehmen, auswendig lernen. Danke. So, herzlich willkommen zur dritten Finalpartie der Finalserie Wasserburg gegen Saarlouis. In knapp zwei Minuten geht's los mit der Begegnung. Für die Wasserburger heißt's Backmas
den dritten Sieg einfahren, um die Meisterschaft an den Inn zu holen und für die Devise der Saarlouis Spielerinnen, jetzt alles oder nichts. Ich hoffe auf ein sehr spannendes, intensives Spiel. Wasserburg klar in der Favoritenrolle mit den Zuschauern im Rücken. Halle ist sehr gut gefüllt. Ich freue mich auf die Partie. Und ja, ich melde mich dann zum Tip-Off wieder. Bis dann. So, dann geht es jetzt gleich los. Noch letzte Abstimmungen der Trainer, um die Spielerinnen auf die Partie einzustellen. Zuschauer von Wasserburg erheben sich schon, um ihre Mannschaft anzufeuern. Kampfgedicht ist bereit. Schiedsrichter auch. Saarlouis beginnt mit Barnard, mit Pohlmann, Zachary, Tetschleck und Sutton. Wasserburg beginnt mit Paddy, Brunkhorst, Tennant, Steen und Wagner. So, Jump Ball. Erster Ballbesitz für Wasserburg. Paddy im Spielaufbau. Auf Wagner. Steen. Jetzt Paddy. Block von Steen. Cannon aus der Mitteldistanz. Passt. Barnard. Tetschleck. Jetzt Zachary. Wieder ein interessantes Duell im Post. Zachary vergibt. Rebound bei Steen. Paddy 1 gegen 3. Verliert da fast den Ball. Kann den noch kontrollieren. Steen frei am Dreier. Nimmt den. Macht den rein. Starker Auftakt von Wasserburg. 5-0 die Führung. Kohlmann gegen Wagner. Tetschleck. Handoff auf Barnard. Die nimmt den Dreier. Vergibt den Rebound Cannon, ab geht's die andere Richtung. Brunkhorst macht das Spiel ruhig. Wagner. Dribbelt sich fest. Jetzt den, die ist nochmal frei, nimmt den nochmal. Vergibt den aber. Tetschleck mit dem Rebound, bringt den Ball gleich selber. Jetzt auf Barnard, die zieht zum Korb, steckt schön durch. Aber Tetschleck vergibt den. Steen war dann nochmal mit den Fingern dran. Und somit Ballbesitz für Saarlouis. Barnard beim Einwurf, Zachary. Sutton, Tetschleck im Post. Oh, wird da geblockt von Tina Steen. So, nochmal Einwurf, 9 Sekunden noch für den Angriff. Jetzt wieder Zachary. Oh, starke Defense von den Wasserburgern. Notwurf von Saarlouis.
Aber Sutton vergibt den. Pullman bekommt da noch die Hände dran, wird gefoult bei Einwurf. Erster Freiwurf vergeben. Zweiter auch. Rebound bei Cannon. Paddy macht Sample schnell. Gute Entscheidung jetzt abzubrechen. Block von Steen. Steen wieder frei. Vergibt ihn aber. Rebound von Paddy. Ballbesitz weiter für Wasserburg. Cannon tankt sich da durch gegen Zachary. Gute Finte von Steen. Vergibt nochmal Rebound, Tetschleck. Jetzt Barnard. Oh, geht da fast bis zum Korb durch. Ganzer freier Korbleger für Sutton. Ersten zwei Punkte für Saarlouis. Block von Steen. Oh, Paddy geht da durch, steckt durch auf Cannon, die vergibt. Zachary mit dem Steal. Jetzt 3 gegen 1. Zachary mit dem Korbleger. Paddy. Block oben. Paddy wird gefoult beim Wurf. Und geht an die Linie. Macht den ersten Freiwurf rein. Und auch der zweite sitzt. Barnard. Sutton. Tetschleck gegen Steen im Post. Ball im Aus. Ballbesitz für Wasserburg. Jetzt wieder Paddy. Steen. Weiter auf Wagner. Brunkhorst kommt raus. Jetzt Block für Brunkhorst. Verliert fast den Ball. Spielt aber den Ball noch auf Zachary, dass der Ball im Aus landet. 8 Sekunden noch für den Angriff für Wasserburg. So, Steen bekommt den Ball. Jetzt Cannon. Mit einem Spin-Move. Eine Sekunde noch. Jetzt muss ein schneller Wurf kommen.24 Sekunden ist abgelaufen. Ball war nicht am Ring. Ballbesitz für Salü. Sutton mit dem Ball verteidigt von Brunkhorst. Tetschleck hält den Ball lange, jetzt wieder zurück auf Sutton mit Crossover, gute Defense von Brunkhorst, Tetschleck überstehen, vergibt, Rebound bei Cannon, die geht selber, jetzt auf Brunkhorst, Wagner ist frei in der Ecke, aber Brunkhorst geht selber, vergibt aber,
Ballbesitz Saarlouis. War das letzte noch Emma Kenne dran. Wechsel bei Wasserburg. Da kommt jetzt Anne Breitreiner ins Spiel. Sutton geht da schön zum Korb. Macht 2 Punkte. Oh, Steal von Zachary. 2 Punkte. Saarlouis in Führung. Gute Defense da von Barnard. Den Kennen wirft, macht den rein. Foul von, ich weiß nicht, ob es Anne Breitreiner war oder Tina Steen, lässt seinen Arm stehen. Foul von Tina Steen. Tetschleck. Oh, gute Finte. Also gute Körpertäuschung da von Pohlmann. Hat fast den Backdoor-Cut hinterm Rücken gemacht, aber Pass kam nicht an. Wechsel bei Wasserburg, da kommt jetzt Jurchenkova für Steen ins Spiel. Tetschleck. Pohlmann gegen Breitreiner. Breitreiner ist da zu langsam. Pohlmann macht den rein. Und geht an die Linie für einen Bonusfreiwurf. Foul gegen Anne Breitreiner. Pohlmann vergibt den Freiwurf. Und Paddy jetzt im Spielaufbau. Block von Kennen. Paddy raus auf Jurchenkova. Wieder Paddy. Dribbelt sich fest. Jetzt wieder auf Kennen. Im Post gegen Zachary. Wird gefoult. Geht an die Linie. Vergibt den ersten Wurf einmal Kennen. Macht den zweiten aber rein. Und Barnard jetzt im Spielaufbau. Pohlmann. Wieder gegen Breitreiner. Gute Hilfe von Jurchenkova. Klasse. Ist jetzt am Boden. Bringt den Ball noch los zu Zachary, die mit einem Wurf übers Brett vergibt sie aber. Sutton mit dem Ball. Das war knapp am Schrittfehler da. Bleibt der Pfiff aber aus von den Schiedsrichtern. Zachary aus der Mitteldistanz für 2, vergibt, Rebound Cannon, ab geht's, Paddy. Entscheidet sich aber, das Spiel ruhig zu machen. Sagt nächstes Spielsystem an, Block von Cannon. Nein, sie stoppt ab, nimmt den Dreier, trifft den Dreier. Sutton. Block von Zachary, gute Hilfe von Jurchenkova, geht stark durch. Foul von Svenja Brunkost. Erster Freiwurf passt.
Zweite auch. 13-12. Der Zwischenstand. Paddy. Brunkhorst. Jetzt auf Cannon im Post über Zachary. Aus der Mitteldistanz. Macht sich stark. Macht 2 Punkte. Barnard. Aus der Mitteldistanz, zu kurz der Wurf. Der Ball landet mit Glück bei Zachary. Den kann Cannon nicht kontrollieren. Und 2 Punkte für sie. Cannon jetzt wieder gegen Zachary. Oh, klasse Pass auf Jutschenkova. Die vergibt den Wurf, aber Paddy setzt nach. Breitreiner für 3. Jutschenkova, Offensiv-Rebound. Foul. Foul von Tetschlek. Wechsel bei Saarlouis, da kommt Romanakova ins Spiel für Zachary. Und bei Wasserburg kommt Romeo für Paddy ins Spiel. Jutschenkova tankt sich da durch unterm Korb. Schöner Postmove, dreht sich da und macht 2 Punkte. Sutton geht da gut zum Korb, vergibt den aber Offensiv-Rebound bei Barnard. Manakova frei am Dreier, nimmt den, vergibt den, Rebound wieder bei Barnard. Nochmal die Angriffsmöglichkeit, Tetschlek versucht jetzt für 3, die macht den jetzt rein, lässt ihn nicht bitten. Ausgeglichener Spielstand. Brunkhorst auf Cannon, wieder Duell unterm Korb von Jutschenkova gegen Manakova. Foul gegen Manakova. Wechsel bei beiden Teams. Da kommt jetzt ins Spiel Adams für Tetschlek. Und es kommen ins Spiel Paddy und Wagner für Cannon und Breitreiner. Jutschenkova, Schrittfehler. Wechsel nochmal Saarlouis, da kommt jetzt groß ins Spiel für Pullmann. Adams gegen Wagner. Schöner Spin-Move. Läuft da in Jutschenkova rein. Foul von Jutschenkova. Adams vergibt den ersten Freiwurf. Zweiter auch zu kurz. Saarlouis halt schwach von der Freiwurflinie, haben schon einige gute Chancen da liegen lassen. Ne? Den musst du machen. Ne? In dem alles entscheidenden Spiel, um die Serie nochmal nach Saarlouis mitzunehmen. Freiwürfe müssen da sitzen. Foul gegen Manakova. Ihr zweites. Jutschenkova geht jetzt an die Linie. Ja, das Duell ist jetzt gerade in den letzten Minuten öfters zu beobachten, wie die zwei, Manakova und Jutschenkova, unterm Korb gegeneinander spielen. Körperlich sehr betont. Jutschenkova vergibt den ersten und auch den zweiten Rebound bei Manakova. Groß jetzt, hat die Schnelligkeit gegen Jutschenkova, passt raus auf Barnard. Jetzt Sutton wieder auf Groß. Adams, Sutton mit dem Dreier, passt. Führung für Saarlouis.
So, Jutschenkova auf Wagner, die wird gefoult von Adams und geht an die Linie, weil die Mannschaftsfoulgrenze erreicht ist. Erster Freiwurf passt. Wechsel für Barnard kommt jetzt Pullmann ins Spiel. Adams im Spielaufbau. Brunkers macht da früh Druck. Manakova gegen Jutschenkova. Oh, groß, zieht er gut zum Korb. Wieder raus auf Manakova. Oh, guter Move da, durch die zwei Verteidigerinnen durchzugehen. Aber der Wurf war dann zu ungenau von Manakova. Jetzt Brunkers raus in die Ecke auf Romeo. Passt. Noch 30 Sekunden im ersten Viertel. Sally wird jetzt weitgehend runterspielen. So, noch 10 Sekunden für den Angriff. Adams. Jetzt Manakova. Gute Hände von Jutschenkova. Adams mit dem Wurf, der passt. Zeit läuft weiter. Noch 11 Sekunden. Romeo muss schnell machen. Wagner. Noch 5 Sekunden, nochmal einen Block stellen vielleicht und ein Dreier. Ja, vergibt den Wurf aber. Ausgeglichener Spielstand, 22-22. Beide Teams auf Augenhöhe meiner Meinung nach. Ich gebe kurz ab in die Werbung und wir hören uns zum zweiten Viertel. Ihr seid ja echt Naturtalente. Wir? Nö, die Sahne zum Kochen von Mägle. Wie? Mägle macht Sahne? Und wie die Sahne machen. Neu aus der Molkerei Mägle. Feine, vollmundige Sahne mit schlanken 15% Fett. Mmh. Probieren Sie mal. Ich bin ein Gourmet. So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Viertel der Partie Wasserburg gegen Saarlouis. Wasserburg beginnt das zweite Viertel mit Cannon, Breitreiner, Brunkhorst, Steen und Romeo. Und Saarlouis mit Manakova, Groß, Adams, Pohlmann und Tetschleck. Tetschleck, Handoff auf Groß, so weiter auf Pullmann, Adams immer noch jetzt in der Zone, Tetschleck macht da zwei leichte Punkte. Ja, kein Offensivfoul, Steen stand da in dem Kreis unterm Korb. Romeo. Breitreiner.
Wieder Romeo. Block von Cannon. Brunkhorst aus der Mittelstanz, der passt. Pohlmann. Manakova. Groß. Jetzt Pohlmann gegen Breitreiner. Manakova aus der Ecke für drei. Zu weit. Romeo mit dem Rebound. Wird gefoult von Groß. So, Romeo. Steen. Cannon kämpft da unterm Korb, aber jetzt Breitreiner frei für drei und der passt. Ah, oh, Pullmann da ganz frei unterm Korb. Brunkhorst, jetzt Steen, Breitreiner, Cannon, tankt sich da durch, aber vorher Schrittfehler, Wechsel, jetzt kommt ins Spiel Sutton für Manakova. Sutton jetzt auf Adams. Groß. Touchlag. Gegen Cannon. Oh, schöner Cut von Adams. Macht zwei Punkte. Romeo jetzt mit dem Ball. Versuchte da gerade noch das Offensivfoul zu ziehen. Stand aber wieder im Kreis. Steen. Breitreiner. Oh, verliert er den Ball, ist zu leicht gewesen. Fastbreak Chance, Sutton. Foul von Romeo. Wechsel, da kommt jetzt Paddy wieder ins Spiel für Romeo. Macht den ersten rein. Und der zweite passt auch von Sutton. Steen. Breitreiner. Macht zwei Punkte. Cuttet da hoch vom von der Auslinie in die Zone rein, stoppt gleich ab, nimmt den Wurf, leichte zwei Punkte für Wasserburg. Groß im Aus. Einwurf Wasserburg. Paddy wird da jetzt bedrängt, löst die Situation aber gut gegen beide Gegenspielerinnen. Jetzt auf Steen. Brunkhorst. Schwieriger Wurf da von ihr. Steen setzt aber nach. Nochmal Offensiv-Rebound. Brunkhorst zieht nochmal zum Korb wieder raus. Breitreiner für drei. Zu kurz. Rebound bei Cannon, aber die im Aus. Somit Ballbesitz für Saarlouis. Touchdown. Adams zieht da gut zum Korb. Wurfball daneben, Pohlmann aus der Mitteldistanz, Airball.
Paddy sammelt den auf, bringt den Ball, wird gefoult. Weites Foul von Groß. Paddy wieder mit dem Ball. Brunkhorst runter auf Cannon, die in der Zone gegen Adams macht leichte 2 Punkte. Führung wieder für Wasserburg. Sutton geht da gut zum Korb, macht da 2 Punkte. Reit Rainer. Jetzt Cannon gegen Tetschleg. Hohes Anspiel auf Brunkhorst. Steen aus der Mitteldistanz. Passt. Tetschleg. Handoff auf Sutton gegen Steen. Sutton hat die Geschwindigkeitsvorteil. Foul jetzt von Steen. Wechsel und Auszeit von Basti Werntaler. Ja, dann nutze ich die Auszeit, um den Don noch zu grüßen. Gute Besserung von unserer Seite hier. Grüße auch von der Ulla und ja, hoffen dir geht's bald besser. Schade, dass du heute nicht hier sein kannst, aber ich hoffe, du kannst das Spiel so im Livestream auch ein wenig anschauen und mitverfolgen. Was gibt's sonst zu sagen zum Spiel? Wasserburg jetzt mit einer 1-Punkt-Führung. Wieder knappe erste Hälfte bis dahin, wie im Spiel 1 schon hier in Wasserburg. Saarlouis spielt auch klasse mit, es geht hin und her und so hoffe ich geht es auch weiter bis in die Endphase, damit wir hier auch ein richtig spannendes drittes Finale haben, wo natürlich die Stimmung dann sehr gut ist und naja, schauen wir mal, wer am Ende das Spiel gewinnt, die Nase vorne hat. Jetzt geht's weiter nach der Auszeit. Saarlouis mit Sutton, Zachary, Barnard, Pullman und Adams. Und Wasserburg mit Paddy, Jochenkova, Brunkhorst, Breitreiner und Emma Cannon. Oh, klasse! Pass von Adams. Bodenpass durch die Zone zu einem Backdoor-Cut, also da ist, ich weiß jetzt nicht, wer da gecuttet ist, sich freigelaufen hat, ich glaube Pullman, aber der Ball kam gerade nicht mehr an bei ihr, aber wäre eine sehr schöne Aktion gewesen. Paddy gegen Pullman vergibt den Floater. Sutton geht durch, schließt mit dem Korbleger ab, vergibt aber den Wurf, wird dabei gefoult und geht an die Linie. Sutton an der Linie. Vergibt den ersten. Macht den zweiten, ausgeglichener Spielstand. Cannon. Breitreiner. Paddy, Breitreiner aus der Mitteldistanz,
zu kurz der Wurf. Cannon kann da den Rebound nicht kontrollieren. Wechsel bei Wasserburg, da kommt Steffi Wagner für eine Breitreiner ins Spiel. Adams, jetzt Barnard. Adams jetzt auf Zachary gegen Jurchenkova. Tankt sich gut durch. Macht da zwei Punkte. So, Paddy. Block von Jurchenkova. Jetzt wieder auf Jurchenkova. Die hat die größten Vorteile. Aber jetzt 3 Sekunden von ihr. Da hat Cannon nicht mit dem Pass gerechnet. Und somit der Ballverlust für Wasserburg. 3 Sekunden. Und Adams jetzt mit dem Ball. Barnard zieht damit Dampf zum Korb, wird gefoult, kann den Korbleger aber nicht reinmachen. Zweites Foul von Svenja Brunkhorst. Barnard macht den ersten rein. Ja, das kennen wir, die ist stark von der Linie. Vergibt aber den zweiten. Und Rebound bei Jurchenkova. Paddy jetzt im Spielaufbau. Handoff auf Brunkhorst, Wagner. Weiter zu Jurchenkova, wieder Paddy, jetzt unterm Korb der Block für Cannon, die jetzt gegen Zachary, Post-Move, gute Idee da durchzustecken, Ball nochmal raus auf Paddy in der Ecke, vergibt sie, Rebound bei Barnard, ab geht's in die andere Richtung, Sutton steckt durch auf Zachary, vergibt den Wurf, Glück, dass da kein Foul gepfiffen wird, da war Jurchenkova mit der Hand noch dran, Pfiff bleibt aus. Adams, Meyer, jetzt wieder Barnard, 10 Sekunden noch, Meyer, Sutton, jetzt muss der Wurf dann kommen, Sutton, Notwurf, vergibt sie, Rebound bei Jurchenkova, Wagner bringt den Ball, schwieriger Pass für Emma Cannon, wollte da den schnellen Fastbreak, die schnellen 2 Punkte machen, aber Pass zu steil für Emma Cannon. Adams. Block jetzt von Zachary. Weiter auf Barnard. Die ist frei am Dreier. Den kann sie, den macht sie. 6 Punkte Führung für Saarlouis hier in Wasserburg. Cannon. Fadeaway im Zurückfallen. Der Wurf macht sie rein. Gute Antwort. Jetzt wieder Sutton. Block. Nein, kein Block von Zachary. Hat aber den Ball. Swingt rüber auf Barnard. Die nimmt nochmal den Dreier. Vergibt sie. Rebound bei. Beziehungsweise Ballbesitz bei Saarlouis. Da war eine Spielerin von Wasserburg als letztes nochmal dran. Auszeit. Auszeit Saarlouis. Auszeit. Timeout.
So, dann nutze ich jetzt mal die Auszeit, um kurz die Topscorer durchzugeben. Topscorer aktuell von Wasserburg ist Emma Cannon mit 11 Punkten, 6 Rebounds, gefolgt von Paddy und Breitreiner mit jeweils 5. Topscorer bei Saarlouis, Sutton mit 14, Zachary mit 8. Genau. So viel zu den Stats von den Punkten her. Jetzt haben wir noch 2 Minuten in der ersten Halbzeit. Nochmal Gas geben, alles ist auf jeden Fall drin in der Partie. Ballbesitz für Saarlouis. Manakova überlegt den Dreier, aber Barnard aus der Mitteldistanz. Gewohntes Bild, kennt man, dass der reinfällt. So, Cannon jetzt auf Jurchenkova gegen Manakova. Oh, schöne Drehung da vorne. Jurchenkova lässt da Manakova stehen und macht 2 Punkte. Sutton aus der Mitteldistanz vergibt sie. Ball bei Wasserburg. Paddy 2 gegen 2. Macht das Tempo schnell. Passt raus, aber Foul vorher. So, Paddy, hohes Anspiel, gute Idee da, gut den Ball gerettet da von Jurchenkova, verliert da schon fast den Ball. So, jetzt wird da nochmal diskutiert, ob klarer Ballbesitz für Saarlouis war, dass die 24 Sekunden nur neu gestartet wird. Dem ist jetzt so. Aber jetzt wird die Uhr auf 14 Sekunden hochgestellt. So, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Okay, scheinbar wird es jetzt als Offensiv-Rebound gezählt, sodass die Uhr auf 14 Sekunden hochgestellt wird, nicht weiterläuft. Gut für Wasserburg. Nein, jetzt wurde sie sogar auf 24 hochgestellt. Oh, gute Defense da. Paddy aus der Ecke für 3. Vergibt sie. Vielleicht die bessere Option, zum Korb zu gehen. Stark, wie Barnard da zum Korb geht. So, jetzt geht's hin und her. Paddy mit dem Körperkontakt. Macht den Korbleg aber nicht rein. Geht aber an die Linie. Jetzt gut Tempo drin in der Partie. Macht den ersten Freiwurf. Zweiter passt auch. Und Barnard jetzt wieder mit dem Ball. Sutton. Foul. Wechsel. Barnard bekommt jetzt eine Pause.
groß im Spiel. Sutton macht den. Und auch der zweite Pass. 4 Punkte Führung für Saarlouis. Foul von Sutton. War jetzt das 5. Mannschaftsfoul von Saarlouis. Deswegen geht Wagner jetzt auch an die Linie für 2 Freiwürfe. Auszeit jetzt nochmal von Basti Wertheiler. So, Wasserburg wieder zurück auf dem Feld. Vogel bekommt jetzt Einsatzzeit. Also auf dem Spielfeld. Paddy, Vogel, Wagner, Cannon und Jurchenkova. Bei Saarlouis, Tetschlek, Warner, Sutton, Meyer und Adams. Vergibt den ersten. Rebound von Cannon, setzt nach, macht 2 Punkte. So, noch 15 Sekunden jetzt für den Angriff in der ersten Halbzeit. Adams jetzt auf Barnard. Oh, gute Hände da von Vogel, jetzt muss der Wurf kommen. 24 Sekunden Uhr ist abgelaufen. Wernthaler beschwert sich da jetzt, weil da noch ein wenig Zeit auf der Uhr war. 1 Sekunde bleibt noch zu spielen. Auszeit nochmal. Ich denke, da wird Wernthal jetzt noch mal irgendwie ein System aufzeichnen, sodass man vielleicht noch in der Zeit zu einem schnellen Abschluss kommt, um die Partie dann auszugleichen. So, Einwurf auf im Rückfeld Höhe
Saarlouis Bank. Eine Sekunde zu spielen. Ja, Halbzeit 41-43. Saarlouis führt hier in Wasserburg. Was gibt's zu sagen? Offenes Spiel hier. Es ist eine enge Kiste. Bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffentlich kann Saarlouis die Intensität halten. Sind ja im ersten Spiel nach der Halbzeit ein wenig eingebrochen. Ich hoffe es für den Spielverlauf. Und gebe jetzt ab in die Halbzeitpause. Tschüss und bis zur zweiten Halbzeit. Ihr seid ja echt Naturtalente. Wir? Nö, die Sahne zum Kochen von Mägle. Wie? Mägle macht Sahne? Und wie die Sahne machen. Neu aus der Molkerei Mägle. Feine, vollmundige Sahne mit schlanken 15% Fett. Probieren Sie mal. Ich bin ein Gourmet. Also vor meinen Auftritten bin ich schon mal nervös. Aber kaum ist man draußen, läuft's wie geschmiert. Genau wie bei der neuen Alpenzart von Mägle. Aus bester Alpenbutter mit Rapsöl. Kaum ist sie aus dem Kühlschrank, schon ist sie herrlich Streichzeit. Und mit vollem Buttergeschmack. Neu Alpenzart. Aus bester Alpenbutter mit einem Schuss Rapsöl. Ich bin ein Gourmetle.
Ihr seid ja echt Naturtalente. Wir? Ja? Nö, die Sahne zum Kochen von Mägle. Wie, Mägle macht Sahne? Und wie die Sahne machen. Neu aus der Molkerei Mägle. Feine, vollmundige Sahne mit schlanken 15% Fett. Probieren Sie mal. Ich bin einfach Mägle. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit der dritten Finalpartie Wasserburg gegen Saarlouis. Wasserburg beginnt die zweite Hälfte mit Paddy, Brunkhorst, Steen, Wagner und Cannon und Saarlouis mit Barner, Tetschleck, Zachary, Pullman und Sutton. Paddy auf Brunkhorst, sie zieht zum Korb, stoppt ab für zwei. Vergibt, Rebound bei Zachary, bringt den Ball gleich selber. Jetzt auf Sutton. Barner, Tetschleck. Jetzt Zachary gegen Cannon. Tetschleck cuttet da schön durch, macht zwei Punkte. Steen, jetzt auf Cannon. Cannon gegen Zachary. Schöne Bewegung unterm Korb, zwei Punkte. Barnard, Sutton, Tetschleck, jetzt schöner Pass da auf die Karten der Barnard, die bringt den Ball gerade noch zu Pullman, die zieht zum Korb durch, vergibt aber, Foul von Foul gegen Brunkhorst. Einwurf unter den Korb. Kohlmann. Tetschleck. Über Steen drüber für zwei. Der passt. Brunkhorst, Steen, Paddy. Wird stark verteidigt. Jetzt Wagner. Verliert fast den Ball. Steen geht zum Korb, macht zwei Punkte. Sutton verteidigt jetzt von Wagner, jetzt Zachary gegen Cannon. Barnard, die geht mit Schwung zum Korb, macht den schwierigen Korbleger rein, zwei Punkte. Harter Block da von Cannon, Steen in der Ecke, zieht zum Korb, Floater, schwieriger Wurf. Oder war Zachary nochmal dran? Einwurf Wasserburg. Cannon wird da gefoult. Wechsel bei Wasserburg. Steen geht auf die Bank. Und Romeo ist jetzt zurück im Spiel. Zachary muss ausgewechselt werden. Ich glaube, dass sie am Arm blutet oder offen ist. Muss dann ausgewechselt werden. Für Zachary jetzt Adams im Spiel. Erster Freiwurf Pass.
zweiten vergibt sie. Und Barnard jetzt mit dem Ball für Saarlouis. Adams auf Pohlmann. Tetschleck. Jetzt wieder Adams. Gutes Helfen da von Cannon. Barnard für zwei, Notwurf. Rebound von Cannon. Cannon mit dem Spin-Move. Wird aber Offensiv-Foul gepfiffen. Korb zählt nicht. Foul gegen Emma Cannon. Tetschleck. Jetzt Barnard. Sutton. Adams. Barnard. Tetschleck. Überlegt den Dreier. Nimmt den Dreier. Vergibt sie. Rebound bei Adams. Foul unterm Korb. Adams, Touchleg gegen Cannon, vergibt den Wurf, Rebound von Cannon, jetzt Brunkhorst, jetzt auf Cannon, Handoff, Paddy, Wagner, tankt sich da durch, wird gefoult, geht an die Linie. Wagner vergibt den ersten Freiwurf. Zweiten vergibt sie auch. Ballbesitz weiter für Wasserburg. Tetschleck tippt den Ball ins Aus. Cannon, Wagner, Cannon setzt danach, macht den Korb rein, wird dabei gefoult und geht jetzt an die Linie für den Ausgleich. Wechsel, da kommt jetzt Breitreiner wieder ins Spiel für Svenja Brunkos. Macht den Bonus-Freiwurf. Ausgeglichenes Spiel 49-49. Romeo. Touchleg. Guter Pasta von ihr. Schöner Bodenpasta zu Stina Barnard. Wagner für drei, vergibt sie, Rebound bei Saarlouis, Pohlmann, jetzt Adams, Überzahlsituation, Adams mit Dampf zum Korb, macht den Wurf noch rein und geht jetzt an die Linie. Schwieriger Wurf, immer wegfallen, schneidet sie den irgendwie noch an, der geht übers Brett rein. Thank you.
macht auch den Freiwurf. 5 Punkte Führung für Saarlouis. Wagner, jetzt Breitreiner. Paddy. Wagner. Foul von Pohlmann. Wechsel bei Saarlouis. Pohlmann geht vom Feld mit ihrem dritten Foul und ist zurück im Spiel. Groß. Romeo geht zum Korb, macht den Korbleger rein. Stark. Touchleg. Handoff auf Adams. Adams geht jetzt zum Korb, passt raus auf Groß. Sutton geht wieder zum Korb. Gute Hilfe. And one. Nein, Offensivfoul. Ich dachte, der zählt schon. Dabei Offensivfoul gepfiffen vom Schiedsrichter. Breitreiner animiert da die Zuschauer. Romeo. Verliert da den Ball. Jetzt Bannert. Foul von Paddy. Gutes Foul. Um den Schnellangriff zu stoppen. Jedoch jetzt das fünfte Team-Foul. Und somit gibt es Freiwürfe für Bannert. Zachary jetzt wieder im Spiel und Adams auf der Bank. Barnard macht den ersten rein. Macht auch den zweiten. Auf geht's. Wasserburg. Romeo. Cannon. Jetzt Paddy. Breitreiner. Wieder Romeo. Stoppt ab aus der Mitteldistanz. Vergibt sie. Groß stiehlt da den Ball von Cannon. Die hätte fast den Rebound gehabt. Sutton. Stolpert. Foul wird aber gepfiffen gegen Romeo. Wechsel bei Wasserburg. Da kommen jetzt ins Spiel Brunkhorst und Jotchenkova für Romeo und Wagner. Erster Pass von Sutton. Zweiten macht sie auch. Werferwechsel. Adams jetzt wieder im Spiel. Jotchenkova. Spielt der Brunkhorst an, wird gefoult, geht an die Linie. Groß mit dem dritten Foul.
macht den ersten Freiwurf. Vergibt den zweiten. Tetschleck. Barnard groß in der Ecke, die zieht zum Korb, jetzt wieder Tetschleck. Zachary gegen Cannon. Barnard frei am Dreier, nimmt sie nicht, stoppt ab, passt nochmal weiter. Adams aus der Ecke, vergibt sie, Rebound. Jutschenkova, Foul beim Rebound. Foul von Tetschleck. Drittes Foul auch von ihr. Jutschenkova geht jetzt an die Linie. Erster Freiwurf passt. Zweiten vergibt sie auf Ballbesitz bei Wasserburg. Da war Adams als letztes noch dran. Jutschenkova, jetzt Brunkhorst, schlechter Pass von Brunkhorst auf Jutschenkova, der war zu hoch. Adams zieht da zum Korb, wird geblockt von Emma Cannon. Und da war dann Adams als letztes noch dran. Somit Ballbesitz für Wasserburg. Paddy Brunkhorst fordert jetzt den Block. Oh, schöner Pass da auf Jutschenkova, macht die zwei Punkte. Groß. Will schnell machen. Einwurf Saarlouis, Wechsel auch bei Saarlouis. Meier kommt für Groß. Spandau ist da fast über der Mittellinie. Wird jetzt ermahnt vom Schiedsrichter. Er soll bitte in seiner Coaching-Zone bleiben. Zachary, gute Hände da von Paddy, fast mit dem Steal, Sutton jetzt für drei, fällt raus, Rebound bei Paddy. Zuschauer sind voll da, Paddy für drei, bang, der Pass, Ausgleich, 58-58, die Halle steht, Adams jetzt mit dem Ball. Ball läuft auf Meier, dribbelt sich fest, jetzt wieder Adams, Barnard zieht zum Korb, schwieriger Wurf, Rebound bei Cannon und Paddy breit reiner,
Jetzt wieder Paddy auf Jutschenkova. Die hat Größenvorteile. Schöne Finte. Macht die leichten zwei Punkte nicht rein. Ärgert sich das sichtlich. Wäre ganz frei unter dem Korb gewesen. Aber Ball weiterhin bei Wasserburg. Einwurf an der Seite. Paddy. Wird gefault. Schauen wir mal, ob es ein Zweier oder Dreier war. Drei Freiwürfe. Wird da beim Wurf gefault von Barnard. Und Shea Paddy geht jetzt für drei Freiwürfe an die Linie. Erster Pass. Zweiter sitzt auch. Und der dritte sitzt auf. Und Adams. Barnard. Gute Hilfe da von Jutschenkova. Klasse Hände. Paddy liegt aber im Aus. Gute Aktion da in der Defense. Jetzt noch 8 Sekunden für den Angriff, verteidigt von Brunkhorst. Schöner Crossover, schöne Bewegung, Wurf, Pass. Starke Aktion da von Sutton. Letzte Minute im dritten Viertel ist angebrochen. Paddy. Cannon. Jetzt Jutschenkova. Da wird der Ball aus der Hand geschlagen. Zachary. Bringt den Ball, Ballbesitz aber weiterhin für Saarlouis. Zachary. Schlechter Pass da. Fastbreak-Chance. Paddy macht schnell, macht zwei Punkte und den bekommt das Foul. Geht an die Linie für einen Bonusfreiwurf. Wechsel bei Wasserburg. Steen kommt ins Spiel für Emma Cannon. War ein schlechter Einwurf da von Saarlouis. Der war schlicht zu kurz. Den fängt Emma Cannon mit Leichtigkeit ab. Gibt ab auf Paddy und die mit all ihre Routine und der ganzen Schnelligkeit, die sie auszeichnet, macht sie da den Korbleger rein und wird dabei noch gefault. Macht den Bonus-Freiwurf noch. 4 Punkte Führung für Wasserburg. Adams. Barnard. Adams, jetzt wieder Barnard, steckt schön durch auf Zachary, das war klasse gespielt, da haben die Verteidiger getauscht und so war das Mismatch für Zachary, noch 5 Sekunden jetzt.
Gut verteidigt da von Saarlouis, dass da kein Wurf mehr zustande kommt für Wasserburg. 2 Punkte Führung nach Ende des dritten Viertels. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die letzten 10 Minuten gehen gleich los. Ich gebe kurz ab in die Werbung. Bis dann. Ihr seid ja echt Naturtalente. Wir? Ja? Nö, die Sahne zum Kochen von Mägle. Wie, Mägle macht Sahne? Und wie die Sahne machen. Neu aus der Molkerei Mägle. Feine, vollmundige Sahne mit schlanken 15% Fett. Mmh. Probieren Sie mal. Ich bin ein Gourmet. So, das letzte Viertel beginnt in wenigen Momenten. Wasserburg wird dies mit Paddy Brunkhorst, Wagnerstein und Jotchenkova beginnen. Und Saarlouis mit Barnard, Zachary, Pullman, Adams und Tetschlag. Barnard beim Einwurf. Adams. Jetzt wieder Barnard. Tetschlag dribbelt sich da fest. Jetzt auf Zachary. 8 Sekunden noch. Zachary verliert den Ball. Jotchenko war aber zuletzt dran. Und somit Ballbesitz weiter für Saarlouis. 5 Sekunden noch für den Angriff. Jetzt muss schnell gehen. Jetzt Ball am Fuß. Adams. Zachary jetzt. Vergibt den leichten Korbleger. Jetzt Paddy Steen. Jotchenko war unterm Korb. Wieder gegen Zachary. Steen aus der Mittelstanz. Vergibt sie. Adams mit dem Rebound. Touchlag. 1 gegen 1 gegen Wagner. Vergibt den Korbleger. Ballbesitz für Wasserburg. Also Ballbesitz wäre eigentlich für Wasserburg, weil da von Saarlouis noch jemand dran ist. Und der Schiedsrichter pfeift, aber dass Wasserburg als letztes dran war. Und somit Saarlouis weiter im Ballbesitz. Adams auf Tetschlag, die macht es gut unterm Korb mit schönen Körpertäuschungen, dreht sich da um die eigene Achse, macht 2 Punkte. Ausgeglichener Spielstand. Jetzt Brunkhorst. Block von Steen, Foul. Gute Devise, zum Korb zu gehen. Vielleicht jetzt im vierten Viertel schnell die Mannschaftsfoulgrenze von Saarlouis erreichen, ne? Damit man für jedes weitere Foul an die Linie gehen kann. Bei so einem knappen Spiel sicherlich von Vorteil. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wechsel nochmal, Tetschlag geht vom Feld. Und Sutton zurück im Spiel. Verlängerung wäre natürlich auch ein Kracher hier im letzten bzw. im dritten Finalspiel. Schauen wir mal. Noch gute 9 Minuten zu spielen. So, jetzt muss der Wurf dann kommen. Paddy aus der Ecke für 3. Vergibt sie. Rebound bei Barnard.
Ballbesitz Wasserburg, schlechter Pass von Saarlouis. Brunkos macht das Spiel schnell, wird gefoult, zieht das nächste Foul. Wechsel bei Wasserburg, da kommt jetzt Emma Cannon zurück ins Spiel und Anna Jurchenkova geht auf die Bank. Brunkos macht den ersten Freiwurf. Zweiter passt auch. Adams im Spielaufbau. Pullman steckt da durch auf Barnard, vergibt aus der Mitteldistanz, Rebound von Cannon. Paddy. Wagner zieht jetzt zum Tor ab. Wieder raus auf Brunkos, 10 Sekunden noch. Da wollte Sutton das Offensivfoul ziehen. Bekommt es jedoch nicht, jedoch Foul dann gegen Sutton. Viertes Foul von ihr. Das wäre frech gewesen. Tino Sinn wollte über den Rücken von Zachary zu sich selber passen. Vergibt aber dann den, beziehungsweise kann es nicht kontrollieren und Zachary mit dem Steal und den 2 Punkten. Emma Cannon jetzt mit 2 Punkten. Pullman jetzt auf Barnard, Barnard aus der Mitteldistanz, macht 2 Punkte. Schiri sagt, dass man den Ball liegen lassen soll. Brunkhorst, Wagner mit einem leichten Korbleger, 2 Punkte, Adams, Kohlmann, jetzt Barnard, Zachary, schöne Bewegung da unterm Korb, Rebound bei Cannon. Wagner für 3, nein, gibt Ball weiter auf Stena, die vergibt er unter dem Korb. Aber Paddy geht da hinterher, vergibt aber nochmal die Chance. Saarlouis jetzt wieder im Ballbesitz. Sutton geht zum Korb, jetzt auf Barnard, die übers Brett. Ganz trocken, 2 Punkte. Den für 3 vergibt sie. Foul von Emma Cannon. Offensivfoul gegen die 32. Emma Cannon. Spielerwechsel. Saarlouis. Es kommt die 42 in der Touchdown. Setschleck. Barnard. Jetzt wieder Adams. Pullman. Nein, Barnard. Schöne Drehung unterm Korb. Wieder leichte 2 Punkte.
Das darf man nicht so einfach zulassen. Ne? Einmal Cannon verliert fast den Ball. Einwurf für Wasserburg. Für mich persönlich ist es genau das Spiel, was ich erwartet habe. Eng bis zum Schluss. Spannung. Jetzt Paddy für drei. Fällt raus. Rebound bei Tetschlag. Pullman für drei aus der Ecke. Vergibt sie. Adams tippt raus auf Sutner. Ball wird rausgeschlagen von Cannon. Gute Hände. Brunkhorst macht das Tempo schnell. Kickt raus auf Breitreiner. Breitreiner für drei. Vergibt sie. Rebound bei Wasserburg. So, Wagner jetzt auf Cannon. Wagner jetzt gegen Barnard hat Größenvorteile. Turnaround, also dreht sich. Wirft dann zu kurz. Tetschlag. Pullman, Adams. Wurf daneben. Paddy. Wird gefoult von Stina Barnard. So, 17 Sekunden. Cannon. Unsportliches Foul. Unsportliches Foul. Gegen Steffi Wagner. Das heißt, zwei Freiwürfe und Einwurf an der Mittellinie für Saarlouis. Basti Berntaler schüttelt nur den Kopf. Ja. Wie kann man die Situation beurteilen? Barnard definitiv mit dem Stil. Und ja, Wagner hat da ein bisschen Pech, dass sie da irgendwie noch hängen bleibt. Ob jetzt da Absicht war, dabei war, mag ich jetzt nicht unterstellen. Auf jeden Fall ungünstige Situation gewesen, dass da Barnard einfach nicht sich, sagen wir mal, verheddert oder hängen bleibt und so das Foul sieht. Kann man vertreten, also kann man auf jeden Fall nachvollziehen den Pfiff. Und somit, wie gerade angesprochen, zwei Freiwürfe und Einwurf an der Mittellinie für Saarlouis. 4 Minuten 37 noch zu spielen. Ich bin gespannt, ob Wasserburg das erste Heimspiel in der Saison verliert. Vielleicht geht es in die Verlängerung. Man wird sehen. Zuschauer sind jetzt auf alle Fälle voll da in der Badrealle. Wasserburg wird mit Paddy, Romeo, Wagner, Breitreiner und Cannon spielen. Barnard geht jetzt an die Linie. Für die zwei Freiwürfe in alter Wirkungsstätte. Macht den ersten rein. Sichere Freiwurfschützin ist sie. Zweiter Pass auch. 4-Punkt-Führung für Saarlouis. Tetschlag. Paddy
verteidigt als Barnard. Jetzt Adams gegen Wagner, Pullman, Tetschleck. Sutton. Aber jetzt muss der Wurf kommen. Schwieriger Dreier, zu kurz von Barnard. Jetzt Romeo. Breitreiner. Romeo. Dribbelt sich fest. Jetzt wieder Breitreiner. Für zwei. Vergibt sie. Foul von Romeo. Ja, klares Foul. Da braucht sie gar nicht meckern. Hat da wenig Chance auf den Ball gehabt. Viertes Foul von ihr. Sutton, Adams. So, jetzt brauchen wir Stops, jetzt brauchen wir den Ball. Das ist schon mal gut, Rebound bei Cannon. Jetzt Romeo. Die macht schnell, geht zum Korb, macht die zwei Punkte, stark. Jetzt müssen wir verteidigen. Adams, jetzt auf Barnard. Wird stark verteidigt von Paddy. Tetschleck gegen Breitreiner, vergibt sie, war ein schwacher Wurf von ihr. Romeo macht das Tempo schnell auf Breitreiner, wieder auf Romeo, Block von Cannon. Romeo zieht zum Korb, wird aber geblockt. Spiel läuft weiter, Barnard mit dem Schnellangriff, Fast Break, wird da geblockt von Shay Paddy, wird aber ein Foul gepfiffen von ihr. Ja, oben am Ball war es vielleicht sauber, aber unten der Körperkontakt war definitiv da. Also so spektakulär, wie es auch ausgesehen hat. Foul war da schon eins mit dabei. Barnard jetzt wieder an der Linie. Behält sie jetzt die Nerven. Vergibt den ersten. Macht aber den zweiten. Drei-Punkt-Führung für Saarlouis. Paddy, jetzt kennen. Romeo. Wagner. Wieder Romeo komplett frei am Dreier. Passt! Drei Punkte, Romeo! Ausgleich! 75-75! Auszeit René Spandau, Anne Breitreiner heizt da die Zuschauermenge nochmal auf. Auszeit! 75 beide! Die Stats der Spielerinnen. Bei Wasserburg Topscorer Cannon mit 21 Punkten und 15 Rebounds, gefolgt von Paddy mit 16 Punkten, 8 Rebounds. Dann Romeo gerade mit ihrem 10. Punkt, wichtiger Dreier von ihr. Und Topscorer bei den Royals ist Barnard. Die hat jetzt mächtig zugelegt in der zweiten Halbzeit, 21 Punkte, 20 Punkte auch von Sutton. Und zweistellig jeweils noch Zachary mit 12 und Tetschleck mit 11 Punkten. So, Spiel geht weiter. Spiel geht weiter. Keine Auszeit. Barnard im Spielaufbau. Jetzt auf Adams. Barnard wieder. Tetschleck. Barnard. Oh ja, da kommt die Halbzeit gut rüber. Tetschleck vergibt den Wurf. Ballbesitz für Wasserburg. Da war Sutton nochmal dran. So, jetzt die Auszeit von René Spandau, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt
So, noch 2 Minuten 11 zu spielen, ausgeglichener Spielstand. Wasserburg mit Ballbesitz. 2 Minuten 11. 75 beide. Unsere Mannschaft gibt alles und ihr Gott sei Dank auch. Aber wir geben vielleicht noch ein bisschen mehr in den letzten 2 Minuten und 11 Sekunden. So, die letzten 2 Minuten. Ausstellung unverändert. Romeo, Paddy, Breitreiner, Wagner und Kennen. Und bei Saarlouis, Pullmann, Sutton, Barnard, Zetschleck und Adams. So, Paddy bringt den Ball, wird verteidigt von Barnard. Früher Wurf da von Wagner, war komplett frei. Gute Option, jetzt Tetschleck. Knapp am Schrittfehler. Tetschleck. Auf Barnard. Geht da zum Korb, wirft drüber. Ballbesitz für Wasserburg. So, jetzt wird es dramatisch hier in der Badreale. Für Saarlouis heißt die Serie nochmal nach Hause mitnehmen und für Wasserburg heißt die deutsche Meisterschaft gewinnen. Breitreiner jetzt in der Ecke, Wagner jetzt komplett frei in der Ecke für 3. Zu lang, Offensiv-Rebound von Paddy wird gefoult, geht an die Linie, 5. Teamfoul. Wechsel bei Wasserburg. Wagner geht jetzt vom Feld und Brunker ist zurück im Spiel. Paddy kann jetzt die Führung für Wasserburg bescheren, macht es auch. Weit macht es ja auch 2 Punkte Führung für den TSV. Zetschleck. Adams. Nochmal Zetschleck. Sattner tankt sich gut durch. 2 Punkte. Und die letzte Minute ist angebrochen hier im Spiel in der Badreale. So, jetzt wird alles entschieden. Paddy mit dem Floater. Oh, die macht ihn rein. Ganz cool, ganz locker. War da auch komplett frei. So, Adams verteidigt jetzt. Von Breitreiner gibt weiter auf Sutton. Block von Tetschleck. Sutton geht wieder zum Korb, wird gefoult, geht auch an die Linie. Hat jetzt die Chance auszugleichen. Muss beide machen. Dann sind es noch 26 Sekunden zu spielen. Shea Paddy mit jetzt dem 4. Foul. Falls das Spiel noch in die Verlängerung gehen würde, muss sie sich auf alle Fälle zusammenreißen. Ja, die Nerven liegen ein wenig blank hier in der Halle. Spannung bis zum Schluss. Sehr,
sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Also ich muss sagen, die Saarlouis Mannschaft, muss mich wiederholen, also klasse eingestellt auf die Partie von René Spandau. Spielen super mit. Also wirklich überragende Partie auch von Saarlouis, auch von Wasserburg. Also beide Teams zu Recht im Finale. Und ja, jetzt geht es in die entscheidende Phase. Wasserburg leicht vorne. Kann die Entscheidung jetzt selber herbeiführen. So, jetzt natürlich der Druck bei Sutton an der Freiwurflinie, um ihr Team zurückzubringen. Die Halle ist sehr laut. Macht den ersten. Wichtig für Saarlouis. Vergibt den zweiten. So, Paddy jetzt mit dem Ball. Paddy, ja, jetzt muss dann das Foul kommen von Saarlouis. Und Kennen unterm Korb frei, macht zwei Punkte. Auszeit für Saarlouis. Noch 9 Sekunden zu spielen. 3 Punkte Führung für Wasserburg. Jetzt muss entweder ein End-One-Korbleger her oder ein Dreier. Um die Partie auszugleichen, um es in die Verlängerung zu bringen. So, bin gespannt, was sich René Spandau jetzt hier überlegt hat. Einwurf im Vorfeld auf Saarlouis Seite. Fetschleck wird den Einwurf machen. Jutschenko war die Größte, steht vor ihr. Wir spielen immer noch die Sutton mit dem Dreier. Der Pass von Sutton! Gleicht aus, 4 Sekunden noch zu spielen. Wahnsinnswurf von Sutton hier. Was ist hier los in der Badrealle? Ein Wahnsinnsspiel hier. Wahnsinnswurf. Ausgleich 81 zu 81. Sekunden noch zu spielen. So, jetzt schauen wir, was sich Basti Werntaler überlegt. Spandau auf der anderen Seite hat ein gutes Play, ein gutes Spiel. Spielzug rausgespielt. Jetzt noch knappe 5 Sekunden zu spielen.
4,8 Sekunden. Absolut geiles Spiel hier in der Badreale. Spannung ohne Ende. So, auf dem Feld jetzt. Paddy. Paddy, Breitreiner, Cannon, Jutschenkova und Brunkhorst. Mein Tipp, also meine Vermutung, es geht über Paddy zum Korb. Schauen wir mal. Aber war nicht dabei bei der Auszeit. 5 Sekunden, beziehungsweise 4,8. Und das Timeout-Spielchen geht wieder los von René Spandau. Wie im ersten Finalspiel schon. Jetzt hat Basti Werntaler die Auszeit genommen. Jetzt noch die Auszeit hinterher von Spandau. Ließ die Spielerinnen aber erst noch aufs Feld laufen. Kann man mal machen. So, Einwurf an der Seite von Brunkhorst. So, jetzt für Saarlouis heißt es jetzt verteidigen. Ball ist bei Paddy, wie ich es vermutet habe. 3 Sekunden, 2 Sekunden. Vergibt sie. Overtime hier in Wasserburg. Verlängerung. Weiter geht's. Zuschlag. Ich gebe jetzt kurz ab in die Werbung. Kurze Verschnaufspause. Bis gleich. Ihr seid ja echt Naturtalente. Wir? Ja? Nö, die Sahne zum Kochen von Mägle. Wie? Mägle macht Sahne? Und wie die Sahne machen. Neu aus der Molkerei Mägle. Feine, vollmundige Sahne mit schlanken 15% Fett. Mmh. Probieren Sie mal. Ich bin einfach Mägle. So, Wasserburg beginnt nach der regulären Spielzeit unverändert jetzt mit Brunkhorst, Paddy, Jutschenkova, Cannon und Breitreiner. Beide Teams müssen bei den Fouls sehr aufpassen. Ne? Paddy mit 4, Romeo mit 4 auf Seiten von Saarlouis, Tetschleg mit 4, Barnard mit 4 und Sutton mit 4 Fouls. Ballbesitz für Wasserburg. So, Paddy auf Cannon. Über Adams drüber. Guter Start auf alle Fälle in die Overtime, in die Verlängerung. Tetschleg. Pohlmann. Adams.
Adams in die Ecke auf Sutton, gute Finte, geht zum Korb, vergibt den, Rebound bei Brunkhorst, Wasserburg im Ballbesitz, jetzt kann man sich Zeit lassen, Angriff ausspielen, gutes System runterspielen und am besten scoren. Oder ganz einfach überall mal kennen. Jawohl, klasse. Adams. Ah, schöner Stil von Jutschenko war, klasse. Jetzt macht Paddy das Spiel schnell. Schrittfehler. Ja, wollte das Foul ziehen von Barnard. Jedoch Schrittfehler. Guter Pfiff da von den Schiris. So, Adams. Pullman. Ball jetzt auf Barnard. Pullman. Wieder Tetschlag. Wird stark verteidigt von Jutschenkova. Da kommt die Hilfe in der Defense. Cannon im Post gegen Adams. Adams mit dem dritten Foul jetzt. Cannon geht an die Linie für zwei Freiwürfe. Ja, immer Cannon übernimmt jetzt hier in der Overtime. 4 Punkte durch sie. Kann jetzt erhöhen auf 6 Punkte. Macht den ersten. Wichtige Punkte jetzt. Zeigt ihre ganze Klasse. Auch die Sicherheit von der Freiwurflinie. Vergibt den zweiten. Pohlmann. Barnard. Jetzt Adams. Fuß. Oh, Stil davon kennen. Breitreiner macht das Spiel ruhig. Gute Entscheidung. Jetzt wieder kennen im Post. Macht 2 Punkte. 7 Punkte Führung. 88-81. Timeout Saarlouis. So, noch 3 Minuten zu spielen, natürlich sehr schwer jetzt für Saarlouis zurückzukommen. Sieben Punkte jetzt durch Emma Cannon in der Verlängerung. Schauen wir mal, was sie jetzt insgesamt hat. Wenn das Live-Scouting funktioniert, dann gebe ich Ihnen gerne die Informationen. Seid ihr noch da? Okay, 2 Minuten, 88, 81. Scouting funktioniert gerade leider nicht, deswegen kann ich Ihnen nicht die aktuellen Stats durchgeben von den Spielerinnen. Ist aber egal, kann man im Nachhinein auch in der Zeitung lesen. So, Barnard jetzt im Spielaufbau. Zachary. Sutton in der Ecke für 3 zu. Oh, übers Brett geht er rein. Was macht die denn heute für Würfe rein? Das ist ja Wahnsinn.
Den muss man vorher eigentlich ansagen. Brunkhorst. Breit rein mit der Antwort. Dreier. Bang! Der passt. 91-84. Wichtiger Wurf von Anne Breitreiner. So, der Tetschlag. 5 Sekunden noch für den Angriff. Jetzt wieder Sutton. Wieder ein Dreier. Zu kurz diesmal. Noch 1 Minute 50 zu spielen. Breitreiner jetzt mit dem Ball. Jetzt muss man über die Mittellinie kommen. Oh, das waren 8 Sekunden. Ja. Ja, 8 Sekunden. Guter Pfiff von den Schiris. Da war Breitreiner. Nein, Brunkhorst noch im Rückfeld. Da lief, war die Uhr bei 16. 7 Punkte Rückstand für Saarlouis. Jetzt heißt es alles oder nichts. Gas geben für Saarlouis. Sutton geht zum Korb. Breitreiner rettet den Ball. Paddy. Schöner Weiterpass auf Brunkhorst. Jutschenkova. Oh, jetzt wird es wild unterm Korb. So, Foul auf jeden Fall. Foul von wem? Zwei Würfe für Wasserburg. Okay, Foul gegen Jutschenkova. So, das heißt zwei Schuss. Zwei Würfe für Saarlouis. Wichtige Würfe jetzt auf alle Fälle für Saarlouis. Vergib den, Petschler. Zeig Nerven. Es scheint so, dass die Wasserburger hier den Sack zumachen werden. Sind jetzt mit 7 Punkten vorne, Foul. Jetzt 2 Freiwürfe für Paddy. Es hat am Anfang den Anschein gemacht, dass Wasserburg einen Patzer macht, einen Ausrutscher macht. Wie die Bayern gestern im Fußball in der Allianz Arena. Aber jetzt schaut es ganz gut aus, dass Wasserburg hier das Spiel gewinnt. Eine Minute noch, ich will es nicht verschreien, aber Paddy kann jetzt erhöhen auf 9 Punkte bei noch 1:06 zu spielen. Macht den ersten auch rein. Macht auch den zweiten. 93-84 die Führung. Saarlouis jetzt. Sutton, da müssen schnelle Punkte, Turnover, Ballbesitz, Wasserburg. Wechsel nochmal, Steffi Wagner kommt jetzt für Anne Breitreiner ins Spiel. Die bekommt Standing Ovations. Paddy wird gefoult, geht wieder an die Linie. Fünftes Foul, Stina Barnard. Emma Kennen geht auf die Bank, feiert schon, freut sich. Ja, das Ding ist durch. Wasserburg wird die Meisterschaft gewinnen. Paddy macht den Freiwurf noch rein. 10 Punkte Führung. Riesen Respekt
an die Leistung von Saarlouis, die hier Wasserburg alles abverlangt hat. Also es war keine leichte Partie, kein leichter Sieg hier in der Badria-Halle, um die Meisterschaft hier einzufahren. Saarlouis hat alles abverlangt. Klasse, klasse gecoacht von René Spandau. Grüße geht jetzt hier von der Seite auch nochmal raus Richtung Saarlouis. Und ja, jetzt kommt nochmal der Wechsel. Shea Paddy mit einer überragenden Leistung hat das Team mitgetragen zur Meisterschaft. Da kommt jetzt Romeo ins Spiel. Sehen vergibt ihn jetzt. Sehen vergibt den zweiten auch. 50 Sekunden noch. Kohlmann für drei aus der Ecke, der passt nochmal. Wechsel. Brunkos geht vom Feld. Dani Vogel im Spiel. Vogel wird jetzt auch gefoult, kann gleich an die Linie gehen. Eine Dame hat kurze Spielunterbrechung. Eine Dame hat, glaube ich, Ball auf die Nase bekommen. Kommt jetzt die Kühlung vom Physio. Ja, hier in der Badriale ist man mittendrin statt nur dabei. Ich denke, es wird nicht allzu schlimm sein. Vogel macht den Freiwurf. Macht auch den zweiten. Sutton mit einem Dreier, zu kurz. Ballbesitz Wasserburg, 35 Sekunden noch zu spielen. Ja, Saarlouis fault, stop the clock spielen sie jetzt, also die stoppen die Uhr so schnell wie möglich. Fünftes Foul von Groß. Calvelo kommt jetzt nochmal ins Spiel. Beziehungsweise das erste Mal ins Spiel. Steen wird ausgewechselt. Erster Freiwurf passt. Zweiter Freiwurf passt auch. Sattner. Einwurf Wasserburg. 30 Sekunden noch zu spielen. Jetzt kommt noch Tati Stemmer. Jutschenkova geht auf die Bank. So, man dribbelt es jetzt weitgehend runter. Wasserburg wird deutscher Meister. Gewinnt gegen Saarlouis 3:0 in der Serie. Sieg,
Spiel ist aus. Wasserburg ist deutscher Meister. Der Jubel geht los hier in der Halle. Bitte bleibt noch einen Moment an auf euren Plätzen, damit wir hier ordnungsgemäß unsere Sieger hier vorlegen können. Wir haben gleich Zeit genug zu feiern. Was gibt zu sagen? Eine überragende Saison der Wasserburger haben. Kein Spiel verloren in der Saison. Verdiente Belohnung jetzt hier noch. Der deutsche Meistertitel. Ich will eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Es sagt eigentlich alles, wenn man die Bilder hier noch mit beobachtet von den Spielerinnen. Und ja. So kann man sagen, deutscher Meister, nur der TSV, gell? Es wird alles noch für die Siegerehrung vorbereitet. Ich möchte es nochmal betonen, Saarlouis mit einer klasse Partie, auch klasse Serie gespielt. Die mitgereisten Fans von Saarlouis halten jetzt auch nochmal ein Plakat hoch mit: Ihr habt euren Job richtig gut gemacht. Dem kann ich nur zustimmen. Und natürlich ist es immer schwierig, beziehungsweise schade, ein Finale zu verlieren. Aber Wasserburg war einfach zu stark. Hat sich über den ganzen Saisonverlauf gezeigt. Ich will jetzt gar nicht mehr sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ich denke, wir lassen den Livestream noch weiterlaufen und lasse hier jetzt einfach mit dem Ton alleine und wünsche euch noch viel Spaß beim Anschauen und schöne Feier, wenn jemand die Meisterschaft von zu Hause aus mitfeiert. Wir hier in der Badrealle werden es auf alle Fälle tun. Ciao und bis zur nächsten Saison. Noch was.
So, und auch Saarlouis steht schon bereit. Wir haben so, wir begrüßen jetzt erst einmal so, der Louis kommt bitte nochmal ganz schnell in die Hände, brauchen wir die Musik hier. So.
Und hier. Seid ihr noch da? Und hier. Der deutsche Meister 2015, der TSV Wasserburg! Thank you.
das Wasserburg schon ein bisschen gewöhnt ist. Habt ihr Bock auf den Rathausplatz? Dienstag, 18 Uhr geht's los. Und wir sind ja nicht nur deutscher Meister, wir sind ja auch noch deutscher Pokalsieger. Das heißt, Double 2015, vielleicht kann man jemand noch den Pokal vorbeibringen. Dann haben wir nämlich ein wunderschönes Foto mit beiden Trophäen. Perfect Season in der Bundesliga und Pokalsieg 2015 TSV Wasserburg. So, ran an die Fans. Thank you.